Es war auch sehr schwierig in der Zeit, wo wir die CD geplant haben, überhaupt einen Saal zu finden in der Nähe, wo wir aufnehmen könnten. Und dann haben wir uns ziemlich bald entschieden, dass wir eigentlich absolute Abgeschiedenheit möchten für diese Aufnahme. Also wir möchten wirklich die Zeit haben, die wir brauchen, jetzt unabhängig von dem heimischen Leben, eben mit Familie und Kind, sondern wirklich, wir sind an diesem Ort, wir nehmen auf und das ist der Grund, warum wir dorthin gehen. Deswegen hat sich glücklicherweise die Möglichkeit mit der Potton Hall ergeben. Das ist wirklich, wirklich ein Ort, wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen, also im sprichwörtlichen Sinne. Wir haben sogar Hasen gesehen. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben noch nie so viele frei lebende Hasen gesehen wie bei der Potton Hall. Und ich glaube, für uns war das wirklich, wirklich eine tolle Erfahrung und ich würde sofort wieder dorthin gehen. Zum Seiten umblättern eigentlich. Die ist jetzt auch keine professionelle Arrangeurin, aber hatte dann abends unter der Dusche einen genialen Einfall und kam aus der Dusche raus und saß am Schreibtisch und ich fragte sie, was machst du denn da? Ja, du, ich habe da eine schöne Nebenstimme fürs Ständchen. Ist mir gerade unter der Dusche in den Sinn gekommen und schon war diese Version fertig da. Und mit dem Hirten war das eine ähnliche Geschichte. Sie musste das ja quasi, während wir die großen Trios aufgenommen haben, alles zusammenfügen und hat dann schnell quasi ein Particell hergestellt, wie die Stimmen aufgeteilt werden, welche Stimme soll die Geige übernehmen, welche Stimme soll das Cello übernehmen. Und unser Produzent Chris Hazel hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, um da mitzuhelfen, um dann das dann auch aufs Papier zu bringen. Und ja, und am letzten Tag hatten wir dann noch die Zeit, diese beiden Werke aufzunehmen. Aber das war wirklich so eine spontane Geschichte. Wir haben es quasi vom Blatt im Studio aufgenommen.